Hi, ich bin Yoshi und ich zeige euch, wie ihr eine neue Datenbank in eurem Projekt anlegen könnt. Das Ganze machen wir wieder innerhalb von GitLab. Zunächst geht ihr auf den Ordner Roles. Dort habt ihr einmal mysqlprod.yaml und mysqlstage.yaml. Wie die Namen schon sagen, Stage ist eher für die Testumgebung und Prod für die Live-Umgebung. Wir gehen jetzt hier mal auf die Prod-Umgebung. Dann gehen wir jetzt einmal auf OpenWebIDE. Und sehen direkt hier oben schon die Shop-Datenbank, die in jedem Projekt vorhanden ist. Wollen wir nun eine neue Datenbank anlegen, kopieren wir uns die Shop-Datenbank und fügen sie darunter wieder ein. Nun gehen wir einmal über alle Punkte. Wir können der Datenbank zunächst einen anderen Namen geben, in dem Falle TestDB. Können bei dem User irgendwas angeben. Ich mache jetzt hier mal 999. Dann ein Passwort generieren. Bei Host geht es darum, von welcher IP aus auf die Datenbank zugegriffen werden kann. Im Optimalfall gibt man da das gesamte Subnetz des Projektes an. Man kann natürlich auch explizite IP-Adressen angeben, dann kann aber auch nur von dieser IP-Adresse aus zugegriffen werden. Die IPs eurer Container könnt ihr auch innerhalb von MySQL beim Punkt Container sehen. Dort seht ihr alle IP-Adressen der jeweiligen Nodes. Und seht auch, dass unser Subnetz in dem Falle 10.1.174 ist, was wir hier auch angegeben haben. Und mit dem Prozent umfassen wir alle weiteren IPs des Subnetzes. Grant All bedeutet, dass der User alles Nötige kann, was man für die Datenbank braucht. Und bei Charset und Collate bleibt es immer gleich bei UTF-8. Dann committen wir das Ganze. Nach dem Commit gehen wir wieder auf unser Run-Deck. Gehen sicher, dass wir ein Scale-Commerce-Projekt sind. Klicken auf Run Puppet on All Nodes, wählen aus Real Run und da wir bereits wissen, dass diese Änderung nur auf den beiden DB-Servern durchgeführt wird, klicken wir auf Change the Target Nodes. Hier wählen wir Select None aus, suchen uns die beiden DB-Server raus und klicken hier auf Select All. Nun können wir auf Run Job Now klicken und in dem Log Output wieder sehen, was denn passiert. Um zu überprüfen, ob das Ganze funktioniert hat, gehen wir einmal in unser Terminal, verbinden uns mit Hilfe des Tunnels mit unserem Datenbankserver, geben da einmal ein sudo -i, um Rootrechte zu erhalten, und auf dem Datenbankserver läuft MySQL und da geben wir dann einmal ein Show Databases. Und wir sehen, dass hier die Testdatenbank angelegt wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen und bis zum nächsten Mal.